Das ist nicht der Elf. Wer ist das? Spielt doch keine Rolle. Wir haben den Auftrag, jeden zu töten. Ach du Kacke. Das sind aber ganz schön viele. Aber mit dem wären wir auch fertig. Kommt mal schön nah zu uns ran, genau. Bam! So, den haben wir auf jeden Fall schon gut eingeheizt, den T-Winterjägern. Das alte Reich von T-Winter. So, das ging ja recht easy. Waren das als etwa alle? Haben wir die? Ah ne, da vorne sind noch welche. Oh, den Magier, den sollten wir auf jeden Fall schnell erledigen. Wo ist denn der Kava hin? Sklavenhändler, T-Winterjäger. Ich glaube, den... Ne, dann holen wir die Isabella. Mit der töten wir den Magier. Die soll da mal hin. Und der Sarazar bombt da auch noch drauf. Und verlangsamt den guten mal. So. Ah, der hat gerade so eine Schutzmauer um sich aufgebaut. So, jetzt aber. Komm hier, Isabella. Hau auf den Magier drauf. Genau. Zeig dir mal, wo der Hammer hängt. So, der ist tot. Den hat sie abgeschnetzelt. Hier krieg ich noch einen Feuerball. Spendiert. Bam. Ja, der Hinterhalt ging wohl ins Höschen. Warum uns auch immer wieder die umbringen wollten. Und was haben die von einem Elf gefaselt? Langbogen nehmen wir auch mal mit. Alles nehmen. Ausgefranste Sklavenhändlerpeitsche. Oh, was können wir denn damit mit der Isabella anstellen? So, hier können wir auch noch was nehmen. Das Mysterium von Kirkwall. In den Seitengassen der Unterstadt sind außergewöhnliche Dinge zu finden. Für eine Handvoll Gold lassen sich unbezahlbare Bücher des Wissens erwerben. Der Gesang von Arken Lovias, ein ganzes Kapitel des Mitternachtskompendiums. Bla, bla, bla. So, ja, wer das lesen will, das Mysterium von Kirkwall, bitte Pause drücken und selber lesen, weil ich denke, das würde einige hier nicht gerade erfreuen, wenn ich jetzt alle Texte hier mal vorlese, habe ich ja schon öfter erklärt. Seid ihr damit zufrieden? Ich denke, das ist in Ordnung so, oder? Wenn ich die da nochmal kurz anlese vielleicht. In der Unterstadt befindet sich ein armseliges Elfengesindeviertel. Die Elfen sind hier, wie in den meisten anderen Gesindevierteln von Tedas, in winzigen, baufälligen Wohnungen eingepfercht und von der Menschenbevölkerung getrennt. Das Lustige ist, im normalen High-Fantasy-Genre sind die Elfen ja immer so edle, magische und die teuersten Wesen sozusagen, die Obermacht. Und hier sind es eher so die Dreckigen. Abgesehen von den im Wald lebenden Dalish. Ihr seid, mein Freund, aber hierher zu kommen war ein schwerer Fehler. Was? Leutnant, lass die Männer antreten! Sofort! Noch mehr Gegner? Hauptmann! Eure Männer sind tot. Und eure Falle war ein Fehlschlag. Ich schlage vor, ihr rennt zurück zu eurem Meister, solange ihr noch könnt. Ihr geht nirgendwo hin, Sklave. Ich bin kein Sklave. Oh, der ist ja auch cool. Ich entschuldige mich. Als ich Anzur gebeten hatte, ein Ablenkungsmanöver für die Jäger zu arrangieren, war mir nicht bewusst, dass sie so zahlreich sein würden. Sie waren hinter euch hier eine Ablenkung? Sie haben uns keine Probleme bereitet. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Das ist beeindruckend. Mein Name ist Fenris. Diese Männer waren Kopfgeldjäger des Reichs, die das verloren gegangene Eigentum eines Magisters zurückholen wollten. Mich, um genau zu sein. Sie haben versucht, mich aus meinem Versteck zu locken. Ihre Methoden waren zwar primitiv, aber allein konnte ich mich ihnen nicht entgegenstellen.
Glücklicherweise hat Enzo eine kluge Wahl getroffen. Thema vertiefen. Es gibt also überhaupt keine Arbeit. Warum kämpft ihr überhaupt gegen sie? Ihr seid ein entflohener Sklave? Das klingt nach einem ziemlich großen Aufwand, um einen einzelnen Sklaven zu finden. So ist es. Ihr seid kein gewöhnlicher Sklave, Fenris. Hat das irgendetwas mit diesen Zeichen zu tun? Ja. Ich nehme an, ich mache einen seltsamen Eindruck auf euch. Es war nicht meine Wahl, diese Zeichen zu tragen. Sie haben mir doch gute Dienste geleistet. Ohne sie wäre ich noch immer ein Sklave. Ihr habt mich benutzt, Fenris. Ihr seid ein entflohener Sklave. Ich glaube, den Fenris, mit dem würden wir uns auch gut verstehen. Der Bursche war auf jeden Fall sehr kaltblütig, könnte also durchaus eine Bereicherung für unsere Gruppe sein. Es gibt also überhaupt keine Arbeit. Brauchen wir nicht fragen. Warum kämpft ihr überhaupt gegen sie? Warum seid ihr nicht einfach geflohen, wenn ihr sie nicht bekämpfen konntet? Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man nicht länger fortlaufen darf. An dem man sich umdreht und dem Tiger entgegentritt. Dem Tiger entgegentritt. Sklavenhändler verdienen ihr Schicksal. Jetzt gibt es einen Sinn. Ihr habt mich benutzt, Fenris. Und das werde ich nicht gerne benutzt. Außer vielleicht von Isabella. Ich mag es nicht, belogen zu werden. Es war möglicherweise unnötig, euch zu täuschen. In diesem Fall tut es mir leid. Ich bin es einfach zu sehr gewohnt, mich verbergen zu müssen. Gestattet ihr mir die Frage, was in der Truhe war? In jener, die sie im Haus aufbewahrt hatten. Sie war leer. Ich schätze, ich habe mir einfach zu viel erhofft. Aber ich musste es wissen. Ihr hättet mich fragen können. Werde ich bezahlt? Was hattet ihr in der Truhe erwartet, Fenris? Hattet ihr etwas anderes erwartet? Ja, aber das war töricht. Sie war einfach nur ein Köder. Nichts weiter. Was hattet ihr in der Truhe erwartet? Naja, das können wir jetzt wohl nicht nochmal fragen. Dann kommt wahrscheinlich dasselbe Ding nochmal. Und ist das alles? Werde ich bezahlt? Ich habe getan, was ihr wolltet. Der Auftrag ist erledigt. Noch nicht ganz. Es ist, wie ich dachte. Mein ehemaliger Meister ist mit ihnen in die Stadt gekommen. Ich weiß, ihr habt Fragen. Aber ich muss ihm gegenübertreten, bevor er fliehen kann. Und ich brauche eure Hilfe. Sorgt dafür, dass es sich für mich lohnt. Ihm gegenübertreten. Das klingt nicht, als wolltet ihr nur mit ihm reden. Daenerys will mir das Fleisch von den Knochen schälen. Und hat inzwischen schon so viele Jäger geschickt, dass ich aufgehört habe mitzuzählen. Und davor hat er mich an der Leine gehalten, wie ein Magier der Kunari. Wie sein persönliches Schoßhündchen, um die Bräuche der Kunari zu verspotten. Autsch. Also ja, ich will nicht nur mit ihm reden. Ihr habt mich hintergangen. Ihr habt mich in eine Falle gelockt und erwartet jetzt, dass ich euch helfe? Wärt ihr denn einverstanden gewesen, wenn Enzo euch gesagt hätte, dass ihr als Ablenkung für ein paar Kopfgeldjäger aus Tevinter dienen sollt? Wenn die Bezahlung gestimmt hätte, hätte ich das sicherlich gemacht. Ich bin ein begabter Mörder, Fenris. Ich hätte auf jeden Fall mehr Geld verlangt. Meine Mittel sind zwar begrenzt, aber ich werde einen Weg finden, meine Schuld zu begleichen, wenn ihr mir jetzt helft. Ich schwöre es. Sorgt dafür, dass es sich für mich lohnt. Wenn ich für meine Mühen entlohnt werde, helfe ich euch. Der Magister hält sich in einem Anwesen in der Oberstadt auf. Trefft euch dort so bald wie möglich mit mir. Wir müssen dort hinein, bevor der Morgen anbricht. Also den Fenris hätte ich ja gerne im Team. Am besten tauschen wir den gegen den Anders oder den Carver. Aber wahrscheinlich ist der zu magisch begabt und kann noch nicht so eine richtige Tankrolle einnehmen. Und eintrinken brauchen wir auf jeden Fall. Ach, da will tatsächlich doch noch wer eins aufs Fresschen. Auf die Kauleiste. Nehmt das. Verbrennen wir mal die Hälfte von denen. Und die andere Hälfte setzen wir einem Feuersturm aus. Pam! Pam! Und Karamba und Karacho, Nadelspitzen, Wegelagerer, Abacho.
Nasenspitzenwegelagerer. Nadelspitzenwegelagerer. Ich weiß nicht. Nadelspitzenwegelager. Das ist eine komische Übersetzung. Wüsste mal gern, wie die in der englischen Variante heißen. So, die hätten wir getötet. Das war ja ein Kinderspiel geradezu. Was müssen wir denn jetzt hier noch machen? Hallo, Karte. Hallo. Okay, dann verlassen wir mal das Gebiet. Können wir hier verlassen? Hier haben wir jetzt nichts Großes mehr zu tun. Und der Anso hat sich wahrscheinlich auch schon verdrückt, aber jetzt hat sich das Ganze ja sowieso aufgeklärt. Da steckt ja dieser Elf, der auf jeden Fall nicht gerade gut gesinnt, sondern eher böse rüberkam hinter. Gruppe sammeln und weiterziehen. So. Lockvogel. Ja, da müssen wir dann hin. Ich glaube, das schließen wir jetzt doch direkt mal ab, bevor wir uns lose Enten oder Knochengrube widmen. Gehen wir nochmal in die Oberstadt bei Nacht und erledigen das Quest Lockvogel. Er will da ja auf jeden Fall, dieser Fenris, der Elf will seinen Magier, seinen Meister niederstrecken. Nachts versucht immer irgendjemand die Kontrolle zu übernehmen. Und es gibt auch immer jemanden, der für die Beseitigung solcher Kerle bezahlt. Ja, ist doch in Ordnung. Ah, da gehe ich gerade falsch. So. Ja, darauf habe ich nur gewartet. Selbst in den Straßen der Oberstadt wird man überfallen. Na, dann kommt doch her, ihr Pussys. Boah, die kriegen gut eins ab jetzt. Bam! Der war gut, der Move, auf jeden Fall. Da hat der Sarazza richtig reingeklatscht. Ja, den geben wir mal eine eisige Umarmung. Hi, ich bin's. Sarazza, dein Tod. Der Tod. Und du wirst meine Weltherrschaft nicht mehr miterleben können, leider. Patz! Nimm das und psu und psu und bam und ing und dong. So. Die haben wohl nicht mehr viel zu sagen, die Burschen. Die falschen Wachen tun einfach so hier in der Oberstadt, als wären sie echte Wachen. Das ist wohl eine Unverschämtheit. Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie man hier in der Unterstadt, in der Oberstadt natürlich als Dieb agieren kann. Und die steht hier einfach rum. Steht einfach rum, ja. Ziemlich dumm, ha. Ah, da müssen wir ein bisschen hier rum schlendern. So, nochmal nach links bitte. Und hoch zum Kirchenhof. Niemand hat das Anwesen verlassen. Aber ich habe von drinnen auch kein Geräusch gehört. Daenerys weiß vielleicht, dass wir hier sind. Das sehe ihm ähnlich. Wer ist dieser Mann? Ich hätte nichts dagegen, etwas mehr über diesen Daenerys zu erfahren. Er ist ein Magister des Reichs von Tyrwinter. Dort ist er ein wohlhabender Magier mit enormem Einfluss. Hier ist er nur ein Mann, der ebenso schwitzt wie jeder andere, wenn ihn der Tod holen kommt. Wir sollten vorsichtig sein. Ein vorbereiteter Magier, großartig. Gehen wir rein. Dann sollten wir nicht länger warten. Dem stimme ich zu.